Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen und heute und hier mit Familie Dorn. Und das hier ist Moritz Dorn, unser lieber Senior, der hier gerade, ich weiß gar nicht, ich sag mal so ein bisschen eben am Schreibtisch, so sage ich vielleicht. Huch, was war das? Du bist gerade auch übergesprungen. Okay. So, ja, ich mach mal die Wände zwischendrin weg. Alle anderen sind weg, beziehungsweise... Warum? Auf was wartet ihr? Vanessa sitzt doch schon drin. Achso, okay. Oder Queenie? Nee, Queenie. Queenie ist uns hier abgehauen, ne? Die ist weggelaufen. Ich hoffe, sie kommt bald wieder. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon angemeldet? Können wir natürlich nochmal kurz gucken. Irgendwo... Achso, heute gibt es übrigens Geburtstag. Vanessa wird älter. Ich muss mal gucken, wann die eigentlich nach Hause kommt. Rasse eintragen, Tier umbenennen. Nee, das kann ich... Also das bringt mir jetzt eigentlich ja nicht viel. Tier umbenennen kann ich auch. Queenie. Oh. Okay. Gruppen verwalten. Tierjob. Service. Notdienst. Was ist denn Notdienst? Kann ich da das anmelden, dass das Queenie mir mit davon gelaufen ist? Also es ist bis jetzt einmal ist mir ein Tier davon gelaufen. Oh, mach das mal sauber, genau. Und das war die Heidi von der Familie Fröhlich. Feuerwehr und Polizei ist natürlich... Nö, das bringt mir... Oder? Ah, wobei, ah, Entschuldigung, vielleicht bringt mir die Polizei das doch irgendwie. Wartet mal. Ups. Nee. Kammerjäger, Tieradoptionszentrum, das Adoptionsdienst. Das bringt mir doch alles nix. Ich kann doch hier nur Tiere adoptieren, ne? Okay, dann muss ich doch nochmal... Oh, verdammt, nein. Entschuldigung. Notdienst. Ach, verdammt. Ach, Mann, so, Notdienst. Wir rufen mal die Polizei an und sagen ihn. Ah, nö, verdammt, es sind doch keine Diebe. Nein, unser Hund ist davon. Räum hier mal auf, während dir eine Polizist hier. Shit, shit, shit. Okay, ich wollte ihn nicht verarschen. Er rennt so schön dahin. Ich muss gestehen, mit Dieben hatte ich jetzt noch gar nicht so viel zu tun. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch an diesen Dingern hier liegt. Oh je, jetzt werden wir angeschissen. Ich wollte anrufen, weil mein Hund ist davon gelaufen. Wo muss ich mich denn da melden? Oder habe ich mich schon gemeldet? Ich weiß es nicht mehr. Du hast unnötig den Notdienst gerufen. Dafür musst du 500 Simoleons Strafe zahlen. Ja, ja, das ist in Ordnung. So, mein Lieber. Was haben wir denn eigentlich mit dir? Was können wir denn mit dir noch machen? Sport, genau. Dann geh mal hier hinten hin und werf noch ein paar Körbe. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, ob wir mit dir schon mal in der Zone waren. Das habe ich. Das ist etwas, was ich mir nie aufschreibe. Naja, gut. So, ich gucke auch noch mal ganz kurz hier rein. Genau. So. Achso, übrigens. Es hatte mich jemand nach dem Box-Dingsbums gefragt. Da, hier. Nach diesem Sandsack von Exerto. Da muss man jo, eine Weile in der Spielerkarriere hier etwas machen und dann bekommt man das. Genau. Ich hoffe, dass du auch hier reinguckst und nicht. Ich glaube, das war wahrscheinlich bei der Familie Hübsch. Ich muss aber auch da nochmal gucken. Ich habe das noch nicht beantwortet. Ich hatte es gesehen und habe dann gar nicht auf Antworten noch geklickt. Das mache ich manchmal vom Tablet aus. Sehe ich dann die Antworten und am PC beantworte ich sie dann lieber. Huch! Ich habe irgendwas geklickt. Naja, gut. Weil es von dort aus einfach besser ist zu antworten. Nun gut, jo, dann kommen wir auch mal hier. Die Kids kommen alle gleich. Bezahl doch einfach direkt, komm. Mach nicht so ein Geschiss draus.
So. Und ja, danach kannst du doch direkt nochmal weiter einfach Körbe werfen. So, unsere drei Kids kommen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. 4 Tage hast du noch. Was haben wir denn eigentlich mit dir an? Oh, mit Babsi Braun. Stimmt, da war das. Hatte ich das schon irgendwie be im Bewusstsein? Da können wir doch eigentlich direkt mal ein Date machen. Warte mal, du kannst mir direkt auf die Toilette gehen. Und das machen wir doch einfach hier um ein Date bitten. So, dann gucke ich mal bei dir auch nochmal rein. Oh, Ives. Oder Xavier. Hast du 3? Cool. Und die kleine Dora hat noch niemanden mit 3. Ich weiß gerade gar nicht, hatten wir schon ein Blind Date bei dir? Guck mal, wie ist mir gelaufen. Ja, hatten wir mit. Oh, mit Penelope hatten wir ein Date. Echt? Verdammt. Das war irgendwie. Nee, nach Hause, das ist in Ordnung. Komm mal hierher. Och, und mit Joe muss man ja auch noch, okay. Egal. So, also du machst gleich ein Date. Und Diana, die geht erstmal auf die Toilette. Geh mal nach oben. Verdammt. Queenie ist heute nicht bei der Arbeit erschienen. Das sehen die Chefs gar nicht und so weiter. Ja, super. Habe ich einen Tag Urlaub, dass ich jetzt hier mit ihm daten könnte? Das ist natürlich doof jetzt gerade. Ach, ich habe da gar nicht dran gedacht. Oh, verdammt. Okay, wartet mal. Hallo, Babsi. Reden, plaudern. So, dann können wir doch direkt nochmal. Nee, können wir nicht. Ich schätze dich mal wert. Was ist das? Mit mir tanzen? Steh plus. Steht das hier schon dort? Steh plus. Also, ich kümmere mich jetzt mal gerade so ein bisschen. Ja, die zwei? Warum eigentlich nicht? Also, Babsi und er. Und dann würde Babsi hier mit einziehen. Das wäre sogar passend. Warum nicht? So an und für sich. Oh, ich habe gerade eine Idee. Ich habe gerade eine Idee. Ich habe ja, das Teenie-Style ist ganz, ganz neu, das ich gekauft habe. Also ich gekauft habe. So, warte mal, geht mal wieder auseinander. Gott, ich werde gleich abgeholt. Guck mal hier. Shit. Das ist natürlich jetzt total übelst. Habe ich jetzt. Oh, verdammt. Entschuldigung, Babsi. Aber wir sehen uns wieder. Ich hab dich echt gerne. Genau, Moment, das mache ich jetzt gerade mal. Zu wem würde der Krufti-Style besser passen? Zu Diana oder zu Dora? Diana ist ja schon so das irgendwie Mädchen-Style hier unten. Und Dora, da habe ich noch nicht so wirklich einen Style gefunden gehabt hier oben. Und deswegen, ja, ich sehe mal mein erstes Gothic-Opfer. So, und zwar würde ich wirklich auch in diesem Rot-Schwarz oder so sein wollen. Nicht dieses hellere oder lila, sondern wirklich das Rote. Und ich meine, die würde theoretisch zwar noch passen, aber gut. Und das machen wir auch weg, das mache ich dann auch weg und das erstmal auch weg. Du kommst, das ist natürlich irgendwie ein bisschen sehr unvorteilhaft. Das mache ich jetzt auch gerade mal weg, obwohl es eigentlich passen würde. Oder ich stelle es einfach so hin. Im Moment ist es ja nicht der Fall, dass sie irgendwie Techtelmechtel oder so macht, von daher passt das doch auch ganz gut. Dann hier einen Beistelltisch. Sehr schön. Dann bekommst du eine Lampe. Das ist die hier. Dann den Schreibtisch. Den nehmen wir natürlich auch in dem Style. So. Das müsste eigentlich der Stuhl sein. Das sieht ja echt heiß aus. Dann hier ist sogar noch ein Spiegel. Oh, wir haben aber auch sehr schöne Spiegel, muss ich gestehen. So, da
Könnte ich immer fast, wobei sie hat diesen Spiegel, weil ich den in Pink gerade auch ganz irgendwie goldig fand. Was haben wir denn da noch? Armleuchter. Wobei der natürlich auch sehr schön aussieht. Schmuck, Schmuck aussieht. Ah, gucken wir mal. So, und das hier ist zu ordentlich. Das machen wir dann jetzt. Mache ich das mal so. Von oben kommend. Ist natürlich das auch stylischer, upsala, als der hier. Ich weiß noch nicht, ob es ausreicht von der Intensität. Das kriegst du dann hier vorne auch nochmal hin. Das müsste ein Bücherregal sein. Ups, auch. Dann tauschen wir das auch gerade mal aus mit so. Tschakka. Und hier habe ich Brücke von Bullauge. Das ist doch auch ganz süß. So, ich verkaufe diese beiden und kaufe dir hier einen und auch wieder hier zum Reingehen. Fürs unters Bett, das brauche ich jetzt nicht mehr. Was haben wir denn noch? Entweder das hier. Das würde jetzt so theoretisch hier reinpassen. Wartet mal. So. Ja, das passt schon so. Und dann würde ich die Maske fast wegmachen, oder? Oder das Alien-Ding passt ja im Grunde auch. Was haben wir denn eigentlich noch? Ein Fernseher? Nee, das machen wir nicht. Oder würde das theoretisch trotzdem hier reinpassen, das hier? Weil ich, ja, das ist natürlich der eigentlich reinpasst. Wenn ich das jetzt davor stelle, dann habe ich nichts mehr an der Wand. Ich würde es einfach jetzt gerne gerade mal lassen. Es ist halt ein bisschen was Helleres jetzt gerade, aber egal. So, dann das hier. Ja, oh, das ist das, wenn man größer schreibt. Ich glaube, das habe ich letztens falsch beantwortet. Das war auch die Frage. Warum geht das nicht? Achso, das ist Wand. Das ist Wand. Oh, eine schwarze Wand. Pink sieht ein bisschen doof aus. Oder rot? Rot oder schwarz? Ich nehme mal rot, oder? Weil das Pink, lila. Schwarz wäre natürlich auch gruftihafter. Och komm, ich nehme mal schwarz. Was ist denn eigentlich das? Achso, okay. Und dann würde ich die in rot auch noch ändern. Rot. So, einmal. Ah, guck mal, da hängt ja auch noch was. Rot. Das in Rot passt natürlich schon super dazu. Und gut, denn den lasse ich jetzt einfach hängen. Und auch die Pflanze. Wow, cool. Was sagt er dazu? So an und für sich. Sieht echt interessant aus. Cool. Einfach nur cool. So. Geht natürlich auch nochmal mit anderen Styles. Das ist theoretisch natürlich auch möglich. Mit dem Lila zum Beispiel fand ich jetzt auch ganz süß. Oh, Dominik und so bla bla bla. Ihr habt noch irgendwie die Hausaufgaben hier unten. Das ist Diana. Dann mache ich mal euch die Hausaufgaben ins Zimmer heute mal. Moment, ich muss gucken. Ah, das sind deine. Okay. Ups. Friedensangebot machen. Hält einen Charisma-Punkt. Sehr schön. So, das war jetzt Dominik's. Sein Zimmer, finde ich, sieht ja auch ein bisschen stylisch aus. Und das hier dann für Dora nach oben in ihr neues Grufti-Zimmer. So, Dora. Jetzt darfst du aber auch. Also, wir müssen eigentlich dann auch mal einkaufen gehen mit denen. Mit den dreien. Und, ja, das würde sogar eigentlich was bringen. Also das nächste Mal, dass ich dann nochmal einkaufen gehe mit euch. Ich weiß gar nicht, ob es dann vielleicht eventuell sogar drei Parts werden. Ach, verdammt, ich habe Vanessa vergessen. Wartet mal ganz kurz. Wann kommst du nach Hause? Hast du
18 Uhr, oh Mist, Digga. Wer ist denn das? Michaela Niesen. Seltsam, in den Sims 2 gibt's auch die Familie Niesen. Wie, du hast Urlaub? Oh, du bist gar nicht in Rente gegangen, weil ich unter 100.000 war wahrscheinlich. Habe ich gesagt, du gehst erstmal. Aber du kannst ja jetzt theoretisch eigentlich in Rente gehen, oder? Bist du? Bist du im Bett? Ja. So, du gehst erstmal hier ins Bad. Und da ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob wir noch irgendwo anders ein Telefon haben, würde ich sagen, du darfst jetzt wirklich in Rente gehen. Für Vanessa reicht es, denke ich mal, vermutlich nicht mehr. Diana, du kannst mal langsam aufwachen und kannst deine Hausaufgaben machen. Und die Dora, die isst jetzt gerade auch noch was. Das kannst du noch aufräumen. Das dazu abspülen. Dann gehst du hier unten vielleicht nochmal auf die Toilette und dann geh erstmal auch du nach oben. Und mach mal deine Hausaufgaben hier in deinem nicht gruseligen Gruftizimmer. Man könnte das theoretisch auch für Erwachsene machen, gerade wegen dem Doppelbett. Finde ich, ist es auch gut möglich. So, ja, ich weiß. Theoretisch könntet ihr alle ins College gehen. Ich glaube, ich muss das College mal wegmachen. Vanessa! Moment! ich versuch's halt einfach mal, oder? Ich kaufe gerade nochmal eine Torte. Und sag ihr mal direkt hier Kerzen ausblasen. Weiß nicht, ob es noch funktioniert oder ob sie das da draußen noch macht. Kommst du rein? Achso, wenn ich auf Stopp mache, wird sie nicht das nicht machen, ne? Hey, bless you. Gut, das. Und juhu, du hast es geschafft, da du jetzt zum alten Eisen gehörst, kannst du per Telefon die Rente beantragen und das ist nicht gerade wenig. Ich könnte noch so viele auch noch mitnehmen, dass sie älter werden, aber das habe ich keine Lust, muss nicht sein. Es hätte besser sein können, aber ich habe den letzten Abschnitt, Moment, er geht in Rente, ich lese nochmal, meines Lebens trotzdem genossen. Jetzt muss ich mich nur immer weiter verbessern. Sie ist jetzt angesehene Persönlichkeit. Okay, das ist also jetzt Vanessa. Interessant. Auch das, was sie anhat. Steht ihr aber irgendwie auch, finde ich. So, ich gehe nochmal ganz kurz zu dir. Du bist jetzt, oder gehst jetzt in Rente. Und dazu muss ich, ja, muss ich nochmal gerade. 839, immerhin. So. Ja, jetzt seid die beiden auch Rentner. Meine Güte, ich habe ihn angefangen, da war er noch ein Kleinkind. Ich sage jetzt heute erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder. Dann wird es hier weitergehen. Und ich denke, wir werden wirklich mit den Teenies einfach mal Klamotten einkaufen gehen. Also zumindest mit den beiden Mädels habe ich das mal vor. Und sie kriegt so grob die Klamotten und mal gucken, was ich für coole Klamotten für Diana bekomme. So, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.